So. Entschuldigung, Frosch im Hals. So. Ich bin leider nicht lurkend bei der Reise. Es gibt sonst bald Tote, wenn ich nichts zu futtern bekomme. Ja, alles gut. Hab maximalen Erfolg beim Essen fangen. Ich höre und schaue beim Essen zu. Nur schreiben ist schwierig, weil Tastatur weit weg. Alles Gute nachträglich. Es war am Sonntag vor einer Woche. Am 22. hatte ich Geburtstag. Aber ich habe nichts groß Besonderes gemacht, weil war nichts. Geburtstag ist für mich nichts groß Besonderes. So, warte mal, ich wollte eigentlich da hinten hingehen und noch Fotos machen. Foto, le Foto. Tragisch direkt ein. Das ist aber sehr lieb von dir. Oh, warte, ich kann da gar nicht runterfahren. Zum Glück gibt es keine Kollisionsabfrage. So. Ja, mach. Kannst du ruhig eintragen. Da gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Kann ich da rein? Hola, ¿qué tal? Nein. Also wir können jetzt in dieses Tal, wo uns dieser Dude reingelassen hat. Und wir sind Eingang zum Tal. Ach, und da ist dieser... ich verstehe. Genau, das war hier das Interview mit der Ältesten. Eingang zum Tiengtal. Da wollte ich Fotos machen. Genau, hier. Das ist ein schönes Bild. Mit so einem schönen Filter drauf. Ach, jetzt ist die Seite wieder fertig. Also, ich kann noch mehr reinbauen, aber es müssen wir irgendwie ein paar Elemente drauf. Sie sagte, sie waren dangerous. Ich fühle eine dulce Tension in the air. I enter to see the moment between seasons. To see the moment between seasons. Der Moment zwischen den Zeitaltern. Okay. Interessant. Was wollte ich noch machen? Hier. So eine Skizze kann da unten hin. Und mir ist immer noch langweilig. Na toll. Was ist deine besondere Fähigkeit? Mir ist immer langweilig. Hey, das passt ja richtig gut. Räum dein Zimmer auf. Stempel. Ah, da ist der Damm. Den kann man mal so reinschustern. Ist sauber. Dann mach's dreckig. Und dann räum's wieder auf. Mensch. Hier kann noch was unterstreichen. Glaube ich nicht. Picture or did not happen. Ich finde das Fahrradfoto toll. Es muss da rein. This is my bike. There are many bikes on this world, but this is mine. No entry. So, erstmal ist zugekleistert. Du musst mir nicht glauben, aber ich glaube mir und ich sage, es ist sauber. Okay. Ring, ring. Oh. That's a penis. Nee, ich habe gerade irgendwie einen Vogel gezwitschert. Da wieder. Wichtig ist, an sich selbst zu glauben. Definitiv.
und hinab ins Tal. Hui! Wow! Wow! Das ist mal ein cooles Bild. Mega. Und einen Filter drauflegen. Ich bin Tourist. Ich kann es. Man nannte mich Zweiblum und ich entdecke die Scheibenwelt. Oh, ich will eigentlich mich satt sehen an der Szenerie und nicht so schnell da runterrauschen. Warte, was? Bewegt sich die Sonne gerade? Ne, die starr. Das schaut cool aus. Alter, das ist ja wie im Urlaub. Mega. Cool wäre, wenn man die Fotos, die man gemacht hat, in einen Ordner im Spiel finden würde. Im Installationsordner. Das ist echt eine schöne Atmosphäre. Definitiv. Ist das ein Aquädukt? Sind das die drei Götter? Ich finde den Artstyle auch ziemlich cool, so die Darstellung. So ein bisschen comichaft, aber Mädel, du schwebst. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Schaut schon sehr cool aus. Du kannst halt überall einfach stehen bleiben und die alles aufsaugen von dieser Atmosphäre. Ich achte nur auf Details, ob irgendwo was... Ah, Stein. Hoppala. Hat keiner gesehen. Was da unten? Was diese? Eingang zum Tiengtal. Ist das so ein... Ist das eine Tankstelle? Nee. Ein Monument. Bremsen. Welcome to Tiang Valley. Remember, you made it here, but we made it here. Nein, but we made here. Ah, okay, verstehe. Du hast es hergeschafft, aber wir haben es gemacht. Ah, wir haben das hier geschaffen. Ja, man kann es auch anders übersetzen. I am probably the last person that will ever be welcomed here by this sign. Stimmt, weil dieser Ort wird ja überflutet. Deswegen. Müssen wir das noch für die Nachwelt festhalten? Was das? All above will remain. All below will wash away. Oh! Oh, that's deep. Im Endeffekt, wenn der Damm eingerissen wird, wird so tief, so hoch das Wasser steigen. All above will remain. All below will wash away. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Behold the ceremony of the random dead. Zeremonie der beliebigen Toten. Eine Person wird willkürlich auf dem Friedhof ausgewählt. Ein Mönch gräbt die Erinnerungen dieser Person für alle aus. Jeden ersten Samstag im Monat bei Sonnenaufgang auf dem Friedhof im Tiengtal. Gräbt die Erinnerungen dieser Person aus? I have wondered about the lives beneath uncovered. This sounds kinda creepy. Mach trotzdem ein Foto. Hier ist eine Karte. Da ist eine Tankstelle. Ach, und da sind Wanderwege. Ah, ich verstehe. Ich
Ich bin Tourist, ich muss alles fotografieren. Will die Nachwelt festhalten. Der ausgetretene Pfad. Der Weg, auf dem du stehst, existiert seit dem Jahr 350. Wir sind jetzt im Jahr 710, also 360 Jahre alt. Nein, 710 bin ich geboren. Sagen wir mal 725, 530? Wie alt wird die sein? Zu Anfang 20? Stell dir vor, Millionen von Pilgern beschreiten diesen Pfad, um den berühmten Schrein des Tiangtals zu besuchen. The elder told me there is very little information about the years before 500. Das hier war der alte Pfad. Aha. Dass die keine Fotos nachfüllen muss, ne? Gibt's irgendwas zum Aufnehmen? Oh, warte, das schaut cool aus. Das will ich unbedingt fotografieren. Irgendwas zum Aufnahmen? Aufnehmen? Nein. Wo kann ich einen Clip posten? Von dir oder... Warte. Ich kann dir kurz Permission... Oder warte. Orki, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Weißt du noch, wie du hier... Warte. Ja, im Discord auch. Und du kannst auch hier aber einen Clip posten, wenn Orki dir Rechte gibt. Wenn Orklatscher gerade da ist. Orki, klatsch mal, bist du da? Im Discord kann ich dir nicht unter Clips packen. Wo im Discord? Bei mir? Ja, bin ich. Weißt du noch, wie der Permission-Befehl geht? Ansonsten mache ich es. Ich mache mal kurz hier ein Foto, weil das schaut cool aus. Lisch. Geb Lischen mal kurz Rechte, dass sie hier was posten darf. Ich habe einen sehr aggressiven Bot. Jetzt kannst du einen Link posten. Dann schaue ich mir gleich an. Details und Steine. Ist das das, wo ich gegen den Stein gedengelt bin? Du hättest auch den Clip einfach in einfach bei mir in den Chat reinknallen. Hättest du auch machen können. Passt schon. Jetzt ist er ja da und ich werde mir mal kurz mal aufmachen zumindest, dass ich den dann später nicht vergesse. So. Ich habe keine Berechtigung, um den bei Clips zu posten und ich wollte nicht einfach random den Link posten. Kannst du echt nicht? Warum nicht? Moment. Das will ich kurz sehen. Lischi ist jetzt Permit das Schaf. Aber es Permit klingt wie Kermit. Ein grünes Schaf. Permit. Aber warum kann Orki das reinstellen und du nicht? Warte mal. Bist du ein Bart? Lisch? Ich glaube, du bist kein Bart. Verstehe. Pass auf, du hast im Discord einen Channel, der heißt Streamerwahl. Und da hast du Reaction Roles. Da kannst du quasi von unserem Discord, das sind ja Bordy, Tapecover, Sunny und ich. Ich wollte nicht so einen Stress machen, nur einen Clip für euch. Alles gut, jedem wird geholfen, auch mir.
Und es ist ja schön, dass du das für die Nachwelt festhältst. Ne? Ist ja der Sinn des Spiels. Wie du sagtest. Was, Fahrrad zurückholen? Kann ich... Moment. Lol, ich muss ja nicht mal zu meinem Fahrrad laufen. Das ist total easy. Wo ist jetzt dieser Pfad? Genau, schäm dich, dass du zu uns auf den Discord kommst. Schande über dich und Schande über deine Kuh. Was? Funktioniert ja eh nicht, dann gehe ich wieder. Oh. Oh. Ist aber nicht in Sepia. Das ist ein schwarz-weiß Filter. This looks very creepy. Ruhiges Teichgebiet. Hier ein Burgherr. Burger. Burger gibt's hier auch. Hier gibt's auch Burger. Memory Flower. Tut mir leid, aber was ist eine Gedächtnisblume? Gedächtnisblumen gibt es nur im Tiangtal. Ihre lange Geschichte hängt eng mit den religiösen Riten des Tals zusammen. Warte und lausche. Du wirst überrascht sein, was die Blumen erzählen. Schön, aber gefährlich. Merkt dir dieses Sprichwort. Gedächtnisblumen rar? Wunderbar. Gedächtnisblumen zuhauf? Lauf. Oh oh. I wonder what the flowers have to say. Klingt nicht gut. Wald? Ich höre ein Windspiel irgendwo. Oh. Ich glaube, ich schiebe einen Film. Es ist rückwärts. God of sleep. I've been gathering heartache, and I've been gathering courage. If my big prayer is wrong, if it goes against divine will, please spare the people of this valley. We're so desperate for peace. Memory told over and over again. Okay, krass. It must have been important to have such an elaborate solitary tomb. Ist es nicht pietätlos, auf einem Friedhof Fotos zu machen? Egal, wird eh bald alles überflutet. All the rituals for the dead in my village require the body, so we couldn't perform them for my dad. Oh, das ist bitter. I can make my life a ritual for his memory. Thank you.
Schon cool. Schon cool. Da hinten ist eine Treppe. Wie komme ich da hin? Muss ich da runter? Was ist das? These metal animals are looking up expectantly. Metalltiere, alles klar. Sonja Headmonk. Und da oben geht's wohl Richtung Tempelanlage. Aber wie komme ich da hin? Die Treppe führt... Muss wahrscheinlich von da unten rauflaufen dann. So, warte mal. Lass mich mal ganz kurz hier ins Journal gucken. Wieder ganz viel. Okay, das ist dieses Gebet. Sollte man auf jeden Fall einbauen. Und dann das Grab dazu. Ein Gebet für den Frieden. Am Ende kam er doch. Das noch ein bisschen rüberschieben und das wieder draufsetzen. Sehr gut. Metalltiere. Ich finde es so cool, dass du die Sachen alle selbst gestalten kannst. Es ist mega gut gemacht. Na, seid es wieder fertig. Ich kleiste dir noch zu. A green space. I feel memory air like pollen. It reminds me of a poem my dad was never able to finish. The first line was, if you want to awaken the dead, just whisper. Mhm. Neue Stempel freigeschaltet. Wieder so eine Postkarte.